Ja, guten Morgen allerseits. Willkommen zur heutigen Vorlesung. Ich möchte kurz rekapitulieren, was wir beim letzten Mal gemacht haben, was das Wichtigste war. Wir haben eine neue Verteilung kennengelernt, und zwar über das Gesetz seltener Ereignisse. Worum ging es da? Wir hatten eine Folge von Zufallsvariablen, die binomial verteilt sind. Sie sehen, xn hat diese Binomialverteilung mit Parametern n und pn. Wenn wir das xn interpretieren als Anzahl der Treffer aus n unabhängigen Versuchen, jeweils mit Trefferwahrscheinlichkeit pn, dann haben wir Folgendes gemacht, das machen wir für jedes n, dass wir sagen, n geht gegen unendlich, pn geht gegen 0, aber das Produkt, das ist also der Erwartungswert von xn, konvergiert gegen lambda, und lambda soll eine positive Zahl sein, aber es soll auch nicht unendlich sein. Es soll also n mal pn soll nicht gegen unendlich konvergieren. Dann haben wir gesehen, dass diese Wahrscheinlichkeit, dass xn den Wert k annimmt, also genau k Treffer in n Versuchen, wenn Sie das so interpretieren wollen, im Limes, also der Limes dieser Wahrscheinlichkeit, dass der nichts anderes ist als e hoch minus lambda mal lambda hoch k durch k-Fakultät, und zwar für jede nicht negative ganze Zahl. Das war hier das Ergebnis. Und diese Werte rechts, wenn wir sie über k summieren, ergeben 1. Sie ergeben also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den nicht negativen ganzen Zahlen. Und wir hatten diese Verteilung Poisson-Verteilung genannt und hatten gesagt, x hat so eine Poisson-Verteilung, genau dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert k annimmt, genau dieser Ausdruck ist e hoch minus lambda mal lambda hoch k durch k-Fakultät für jedes k aus n0. Und das ist die sogenannte Poisson-Verteilung, und die hat einen Parameter, der heißt lambda. Positiv, endlich. Ja, die Binomialverteilung hat zwei Parameter, n und p. Hier haben wir nur noch einen. Wir hatten auch gesehen, welche Bedeutung dieser Parameter hat. Wenn x eine Poisson-Verteilung hat mit diesem Parameter lambda, dann ist lambda zugleich der Erwartungswert und die Varianz von x. Wir hatten ein Stabdiagramm gesehen, dass bei wachsendem lambda der Schwerpunkt nach rechts wandert zu größeren Werten, aber auch die Varianz wird größer, die Verteilung verschmiert immer mehr. Das hatten wir gesehen. Wir hatten dann noch gesehen, ein Additionsgesetz, wenn x so eine Poisson-Verteilung hat und y eine andere, potenziell andere, μ muss nicht gleich lambda sein, μ natürlich auch positiv, endlich, und x und y sind unabhängig, das ist wichtig, dann haben wir über die Faltungsformel gesehen, dass x plus y auch wieder eine Poisson-Verteilung hat, wobei sich die Parameter addieren. Das waren also die wichtigsten Ergebnisse über die Poisson-Verteilung. Wir hatten uns dann bedingten Erwartungswerten zugewandt und hatten so etwas definiert. A ist ein Ereignis, was eine positive Wahrscheinlichkeit hat, und x ist eine Zufallsvariable, die einen Erwartungswert besitzt. Dann haben wir den bedingten Erwartungswert definiert von x unter der Bedingung A, und zwar indem wir durch p von A geteilt haben, aber dann eine ganz normale Summe, wie wir sie kennen, Omega, es wird über Omega summiert aus A, das ist wichtig. Die Omega außerhalb auf A kommen nicht vor. Und dann sehen Sie immer geschnitten Omega 0. Omega 0 ist diese Teilmenge in unserem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum, die abzählbar ist. Und nur die Omegas hier in Omega 0 können positive Wahrscheinlichkeiten haben. Sie sehen dann genau diese Bildung x von Omega mal p von Omega. Wir hatten auch gesehen, dass wir das schreiben konnten als einen ganz normalen Erwartungswert von x bezüglich jetzt nicht p, sondern anstelle von p haben wir pa, die bedingte Verteilung von p unter a, und die war so definiert. Also erstmal, das ist der bedingte Erwartungswert. Und dieses pa, nochmal zur Erinnerung, pa von einem Ereignis b ist nichts anderes als p von b geschnitten a durch p von a. Das ist als Funktion von b eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und epa von x, was wir dort rechts stehen haben, ist nichts anderes als diese Summe klein Omega aus Omega 0, x von Omega, pa von Omega. Das heißt, der bedingte Erwartungswert ist ein ganz normaler Erwartungswert, nur nicht bezüglich p, sondern bezüglich p Index a, der bedingten Verteilung. Wenn wir das verinnerlichen, ergeben sich auch sofort Rechenregeln über den bedingten Erwartungswert. Wir hatten auch den Fall betrachtet, einen Spezialfall, dass das Ereignis A, was da steht, von einem Zufallsvektor erzeugt wird. Das Ereignis A könnte zum Beispiel sein, der Zufallsvektor z, haben wir den genannt, nimmt den Wert klein z an, wenn die Wahrscheinlichkeit davon positiv ist. Dann haben wir auch geschrieben, e von x unter der Bedingung groß z gleich klein z. Ist aber nur ein Spezialfall von dieser Definition. Ich nehme den nochmal auf, da oben als Memo, und jetzt kommen Eigenschaften
dieses bedingten Erwartungswertes, die sich unmittelbar aus der Definition ergeben, insbesondere aus dem letzten Gleich, aus diesem Gleichheitszeiten mit dem Index PA. So, Voraussetzung, wir haben zwei Zufallsvariablen, x und y, beide haben einen existierenden Erwartungswert. Wir haben dann ein Ereignis A, was eine positive Wahrscheinlichkeit hat. Und als Spezialfall betrachten wir auch einen Zufallsvektor, z, wollen wir den wieder nennen. Der muss keine Zufallsvariable sein, k kann hier durchaus größer gleich 2 sein, also ein echter Zufallsvektor. Und eine Realisierung dieses Zufallsvektors, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass z den Wert klein z annimmt, soll strikt positiv sein. Das ist dann unser Ereignis A, ist eben dann groß z gleich klein z. So, dann gelten. Jetzt kommen die Eigenschaften. Erste Eigenschaft. Wenn ich den Erwartungswert bilde, den bedingten von x plus y unter a, dann ist das nichts anderes als Erwartungswert von x unter a plus Erwartungswert von y unter a. Das heißt, was für die normalen Erwartungswerte gilt, diese Additivität, gilt auch für die bedingten Erwartungswerte bei fester Bedingung. Ja, Sie müssen sich nur ansehen, ne, was dort oben steht in dem Memo EPA von x. Ne, das ist nichts anderes als der bedingte Erwartungswert. Und wenn Sie im Memo x durch x plus y ersetzen, dann können Sie die beiden Summen auseinanderziehen, genauso wie beim normalen Erwartungswert, und erhalten auch diese Additivität. Also das heißt, da können wir sofort einen Haken dran machen. Die zweite Eigenschaft, die wichtig war beim Erwartungswert, war die Homogenität. Wenn ich eben die Zufallsvariable x mit einer Konstanten multipliziere, dann darf ich beim normalen Erwartungswert die Konstante rausziehen. Das darf ich auch beim bedingten Erwartungswert, denn schauen Sie sich im Memo das zweite Gleichheitszeichen an, ersetzen Sie in der Summe das x durch a mal x im Geiste. Und sehen Sie, die Konstante a, die steht immer a mal x von Omega, können Sie vor die Summe ziehen. Und schon haben Sie auch diese Eigenschaft. Die beiden Eigenschaften zusammen ergeben, dass auch der bedingte Erwartungswert linear ist. Und natürlich beschränkt sich die Additivität nicht nur auf zwei Summanden, sondern Sie können das induktiv auf jede endliche Anzahl von Summanden dann erweitern. Die nächste Eigenschaft. Wenn Sie für die Zufallsvariable x speziell einen Indikator einsetzen, einer Menge b, dann wissen wir, der Erwartungswert eines Indikators, eines Ereignisses b, ist immer die Wahrscheinlichkeit von b. Nun steht hier nicht P von B, sondern der Erwartungswert ist bezüglich PA. Also ist das P Index A von B, und das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A. Das heißt, auch das ist unmittelbar zu zeigen. Jetzt erinnern Sie sich, bevor ich die nächste Eigenschaft hinschreibe, wir hatten auch für den Erwartungswert eine Darstellungsformel. Wir wissen, wenn die Zufallsvariable x irgendwelche Werte annimmt, x1, x2, x3 und so weiter, endlich viele oder abzählbar unendlich viele, dann muss ich manchmal den Erwartungswert ausrechnen, wenn ich sonst nicht mehr weiterkomme. Der Erwartungswert von x, das ist jetzt das Rezept, Wert mal Wahrscheinlichkeit, dass der Wert angenommen wird und das aufsummiert. Also Summe xj mal Wahrscheinlichkeit groß x gleich klein xj summiert über j. So, das ist der normale Erwartungswert bezüglich p. Wenn wir jetzt bezüglich pa das haben, das ist gerade der bedingte Erwartungswert, dann steht natürlich an der Stelle p von x gleich xj unter der Bedingung a. Wir haben dann bedingte Wahrscheinlichkeiten, ansonsten bleibt diese Rechenregel erhalten. Weil es die Darstellungsformel für einen Erwartungswert ist. Wir müssen nur P durch PA ersetzen. Sie sehen also hier, der Erwartungswert von x unter der Bedingung A, Summe j größer gleich 1, das darf abbrechen. Dann steht der Wert xj und jetzt steht eben die bedingte Wahrscheinlichkeit, P von x gleich xj unter der Bedingung A. Unter der Bedingung A könnte ich weglassen, dann müsste ich aber das A als Index an das P schreiben, P Index A von x gleich xj. Ist die gleiche Schreibweise. Sie sehen, falls eben diese Zufallsvariable nur diese Werte annehmen kann, die sollen nur angenommen werden mit positiven Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, entscheidend ist, dass außerhalb also kein anderes x mehr vorkommen kann, was eine positive Wahrscheinlichkeit hat. Nur diese x-Werte sollen angenommen werden. So, und wenn wir jetzt für a, das Ereignis a, speziell sehen Sie, wir haben bislang den Zufallsvektor z nicht gebraucht. Wenn wir speziell für das Ereignis a einsetzen, z gleich z, dann können wir die gleiche Gleichung hinschreiben, nur anstelle a steht jetzt z gleich z, groß z gleich klein z. Das bedeutet, wir haben diese Gleichung. Erwartungswert von x unter der Bedingung z gleich z ist das. Ja, schauen Sie sich mal diese bedingte Wahrscheinlichkeit an hinter der Summe. Stellen Sie sich vor, x und z sind stochastisch unabhängig.
dann haben wir gelernt, wenn die stochastisch unabhängig sind, dann hängt die bedingte Wahrscheinlichkeit nicht von der Bedingung ab. Das heißt, sollten die stochastisch unabhängig sein, dann ist diese bedingte Wahrscheinlichkeit x gleich xj unter der Bedingung z gleich z gleich der Wahrscheinlichkeit x gleich xj. Und dann ist die Summe nichts anderes als der normale Erwartungswert von x. So, das bedeutet, falls x und z stochastisch unabhängig sind, ist der bedingte Erwartungswert gleich dem unbedingten Erwartungswert. Die Bedingung spielt keine Rolle. Also das wäre hier die letzte Eigenschaft, die wir haben, die letzte wichtige Eigenschaft. Aber Sie sehen, die ergeben sich, weil der bedingte Erwartungswert ein normaler Erwartungswert ist. Ich muss nur p durch p Index a ersetzen, direkt aus den Eigenschaften, den normalen Eigenschaften des Erwartungswertes. Insofern sollte man da keine Angst vor haben. Gut, ich möchte jetzt auf eine ganz wichtige Eigenschaft des bedingten Erwartungswertes zu sprechen kommen. Und zwar, Sie sehen hier eine Prognose, eine beste Prognose im Sinne der mittleren quadratischen Abweichung. Wir haben uns mit dem Problem schon beschäftigt. Ich möchte die Fragestellung erstmal hinschreiben. Schauen wir uns an, was ist der Wunsch? Der Wunsch ist, ich möchte gern Realisierungen einer Zufallsvariablen x vorhersagen. So, was habe ich für die Vorhersage? Ich habe dort einen Zufallsvektor z und Sie sehen, ich will es machen mit Hilfe der Realisierungen z von Omega eines k-dimensionalen Zufallsvektors z. Das heißt, ich habe dort einen Wahrscheinlichkeitsraum natürlich, der zugrunde liegt. X ist dort eine Abbildung auf dem Omega, z ist eine vektorwertige Abbildung und wenn ich eben z von Omega kenne, dann bin ich gefragt, dort eine Vorhersage zu machen über x. Also stellen Sie sich Folgendes vor, Sie basteln sich einen wunderschönen Icosaeder, der wäre sozusagen ein 20-seitiger Würfel. In Gänsefüßchen beschreiben die Seiten von 1 bis 20. Wenn Sie dort werfen, haben Sie natürlich auch eine Seite, die dann oben liegt. Und machen das dreimal. Und das Entscheidende ist, Sie möchten gern vorhersagen, das Maximum der drei Werte, die sich dort ergeben, aufgrund der beiden Werte aus den beiden ersten Würfen. Also Sie sehen, da wäre z der Vektor aus den beiden ersten Würfen, ne, zweidimensionaler Vektor, ne, und ihr x ist das Maximum von allen dreien. Das ist eine ganz einfache Frage. Also Sie sehen, das ist jetzt abstrakt formuliert, aber Sie können das beliebig konkret runterbrechen, das Problem. Okay, so die Vorhersage soll jetzt erfolgen über eine allgemeine Funktion h, will ich die nennen, vom r hoch k nach r, und zwar wie folgt. Dabei soll eben h von z von Omega wird beobachtet, dann kann ich die Funktion h drauf loslassen, weil z von Omega eine Realisierung von Groß Z ist, die ist im r hoch k, und das soll der Prognosewert sein für x von Omega bei Kenntnis von z von Omega. Hier ist jetzt eine beliebige Funktion zugelassen. Natürlich spielt hier der Zufall rein. Das bedeutet, wie gut ist dieses Verfahren, wenn ich dort eine Funktion h gewählt habe? Das müssen Sie sich mal vorstellen, das kann nicht an einer Realisierung hängen. Man wiederholt das immer unter gleichen Bedingungen. Es kommt darauf an, was dort im Mittel bei rauskommt an Abweichung. So, und dann ist das Gütekriterium die mittlere quadratische Abweichung, die haben wir schon mal kennengelernt. Und zwar entscheidend ist hier der Erwartungswert. Jetzt sehen Sie, es wird die Zufallsvariable x genommen und von ihr wird subtrahiert h von z. Wenn es irgendwie geht, sollte ja h von z gleich x sein. Die Realisierungen von h von z sollten die von x sein. Das heißt, wir bilden die Differenz, das ist der Fehler, den wir machen. Wir quadrieren diesen Fehler. Das heißt also, positive und negative Abweichungen werden gleich gewertet. Und dann bilden wir den Erwartungswert, was im Mittel bei rauskommt. Wenn Sie sich erinnern, wir haben das schon mal gemacht, in einem Spezialfall. Komme ich gleich zu. Aber das ist erstmal der Ansatz. So, wie rechne ich das aus? Nun, das ist nichts anderes als ein Erwartungswert. Sie sehen, x minus h von z, in Klammern zum Quadrat, ist eine Zufallsvariable auf Omega. Die ist sogar reellwertig. Und wir hatten eine allgemeine Darstellungsformel, die sagte, okay, summiere über die kleinen Omega aus Omega 0, das sind die, die mit positiven Wahrscheinlichkeiten angenommen werden können, dann nimmst du einfach x von Omega minus h von z von Omega in Klammern zum Quadrat mal p von Omega. Also so rechnet man das konkret aus. Das soll jetzt möglichst klein werden
durch geschickte Wahl von H. Das ist das Ziel. Wir werden sehen, dass die Lösung auf den bedingten Erwartungswert führt. Die Lösung, die wird sich ganz, ganz einfach ergeben. Also die Frage ist, welche Prognosefunktion H, wenn wir die nennen wollen, liefert die kleinstmögliche mittlere quadratische Abweichung. Sie sehen also hier ein Minimierungsproblem in der Analysis mehrerer Veränderlicher. Da haben Sie vielleicht eine Funktion von K Veränderlichen, haben Sie minimiert. Verschiedene Kriterien. Hier haben wir ein Problem, das wir minimieren müssen und haben sozusagen als Objekte, die in dieses Minimum eingehen, Funktionen auf dem R auch K und suchen sozusagen eine bestmögliche Funktion. Wir haben das schon mal gemacht, nämlich schauen Sie sich mal dieses Prognoseproblem an. Sie möchten gern die mittlere quadratische Abweichung x minus a in Klammern zum Quadrat davon der Erwartungswert minimieren über a. Sie wollen also x vorhersagen, aber zugelassen sind nur konstante Funktionen. Also die Konstante a ist eine Funktion auf r, die immer nur den Wert a liefert. So, die bestmögliche Vorhersage von x durch eine konstante Funktion, das wissen wir, ist nichts anderes als der Erwartungswert. Das Minimum wird angenommen, wenn Sie als a den Erwartungswert einsetzen. Für die Physiker, Trägheitsmoment wird minimal, wenn um den Schwerpunkt rotiert wird und nicht um einen anderen Wert. Haben wir gehabt. So, das bedeutet, das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Problem. Das heißt, die Werte von x vorhersagen durch eine Konstante und die beste Konstante in diesem Sinne ist der Erwartungswert. Wir hatten aber noch ein komplizierteres Problem gehabt. In Kapitel 12, da haben wir Folgendes versucht, da haben wir die Aufgabe gelöst. Sie sehen, dort ist auch eine mittlere quadratische Abweichung. Da wollen wir x vorhersagen durch eine affine Funktion einer Zufallsvariablen y. Dort haben wir gesagt, okay, ich habe was Eindimensionales, y ist eine reelle Zufallsvariable. Ich lasse aber jetzt als Prognosefunktion nur affine Funktionen zu, vom Typ a plus b mal klein x, x aus r. Und da haben wir das bezüglich a und b minimiert und sind gekommen insbesondere auf den Korrelationskoeffizienten. Der spielte dort eine große Rolle. Das Quadrat des Korrelationskoeffizienten war ein Maß für die Güte der Vorhersagbarkeit von x durch eine affine Funktion von y. Also jetzt haben wir ein allgemeineres Problem. Wir haben also einen Zufallsvektor und wir haben gar nicht endlich viele Parameter, wie hier zum Beispiel a und b oder dort nur ein a, bezüglich derer wir minimieren, sondern wir suchen eine Funktion. Also wichtig ist, dass Ihnen das Problem bewusst wird. Aber das Interessante ist, die Funktion finden wir nur mit Hilfe der Minimaleigenschaft des Erwartungswertes, die in der vorletzten Zeile steht. Nur das werden wir brauchen. Und zwar wie folgt. Das ist nochmal das Memo. Ich nenne das Ganze mal Stern. Also das wollen wir minimieren als Funktion von H. So, und das Ergebnis ist folgendes, ein Satz. Botschaft, bedingter Erwartungswert als beste Vorhersage. So, stellen Sie sich vor, der Zufallsvektor Z, den wir hier haben, nehme die Werte Zj an mit positiven Wahrscheinlichkeiten j größer gleich 1. Also nochmal, das darf abbrechen. Das müssen nicht abzählbar unendlich viele sein. Okay. Die Summe ist 1. Das heißt, keine anderen Werte kommen mit positiver Wahrscheinlichkeit vor. Das sind dann genau die Werte, die mit positiven Wahrscheinlichkeiten angenommen werden. Das heißt, auch die Werte kommen dann nur vor als Realisierung und ich brauche die Funktion H nur für diese Werte, weil andere nicht vorkommen können. Das ist das Entscheidende. Wir werden die Funktion außerhalb dieser Menge der Zs können wir beliebig definieren. Wir werden sie gleich zu 0 definieren. Es kommt nur auf diese Werte an. Was ist H, die Funktion H, für so einen kleinen Zj, was angenommen wird? So, Behauptung ist, die mittlere quadratische Abweichung wird minimal, wenn ich Folgendes ansetze, h von z ist nichts anderes als der bedingte Erwartungswert von x unter der Bedingung z gleich zj, falls eben z so eins dieser zj ist. Das heißt, h ist definiert hier, die Funktion h von z, auf diesen Werten z1, z2, z3. Und außerhalb können wir sie zu 0 setzen.
Das wird völlig beliebig sein. Ich könnte irgendeinen anderen Wert nehmen. Spielt keine Rolle. Das heißt aber, diese beste Prognosefunktion ist direkt der bedingte Erwartungswert. So, warum? Sehen wir uns den Beweis an. Ich kürze mal das Ereignis Z gleich Zj ab mit Aj. Also immer dran denken, hinter dieser Kurzschreibweise steckt ja die Menge aller klein Omega in unserem Grundraum, den ich hier nicht mehr aufgenommen habe. Der geistert immer im Hintergrund rum. Die Menge aller klein Omega aus Groß Omega mit der Eigenschaft Z von klein Omega ist Zj. Das ist die Kurzschreibweise hier. Z gleich Zj in Mengenklammern. Ich nenne das Aj. Ist eine Teilmenge von Omega. Ich sortiere dort oben in Stern, schauen Sie ins Memo, da wird eine Summe gebildet über Omega 0. Und hier sortiere ich die Summe um, indem ich, Sie sehen dort Z von Omega in der Summe, nach gleichen Werten von Z von Omega sortiere. Das ist alles, was ich mache. Und dann werden wir sehen, dass ich sofort fertig bin. Also nach gleichen Werten klein Zj für Z von Omega. Das heißt, wenn irgendwelche Omegas die gleichen Werte liefern für Z von Omega, nämlich Zj, dann kommen die in einen Topf. So. Dann mache ich noch Folgendes. Sie sehen, ich führe wieder diese Schreibweise ein. P-Index Aj von dieser einelementigen Teilmenge Omega. Nun, wir wissen, das ist nichts anderes als P von diesem Omega in Mengenklammern geschnitten Aj durch P von Aj. Und P von Aj ist P von Z gleich Zj. Und dies geschnitten Aj kann ich weglassen, wenn das Omega schon in Aj ist. Dann ist nämlich die einelementige Teilmenge Omega geschnitten Aj ist nichts anderes als Omega. Aber stellen Sie sich vor, das Omega ist nicht in Aj. Dann wäre die einelementige Teilmenge Omega geschnitten Aj die leere Menge. Also würde bei der bedingten Wahrscheinlichkeit würde stehen P von der leeren Menge durch was ist 0. Das bedeutet, P von dieses P-Index Aj von Omega ist 0, wenn Omega nicht in Aj ist. Das brauchen wir nur. Und jetzt können wir direkt was hinschreiben. Wir schreiben nämlich jetzt genau diese Größe hin und Sie sehen, das ist ja die Summe dort oben rechts im Memo. Und jetzt sortiere ich um. Ich schreibe jetzt Summe J größer gleich 1. Und jetzt habe ich eine zweite Summe und da wird summiert über alle Omegas aus Aj. Natürlich können Sie gedanklich immer noch sagen, geschnitten diesem Omega 0, das schreibe ich jetzt nicht mehr hin. Das ist klar, dass hier das nur eine abzählbare Summe ist. Nur die Omegas aus Omega 0 haben positive Wahrscheinlichkeit. Aber ich habe umsortiert und jetzt schreibe ich eben x von Omega minus und jetzt sehen Sie, in der inneren Summe, in dem Ereignis Aj ist gerade z gleich zj, das heißt z von Omega ist dort klein zj, deshalb darf ich schreiben h von zj. Das ist wichtig. Bezieht sich auf die innere Summe. Und hinten steht noch P von Omega. Ich habe nur umsortiert. Auch hier steckt Folgendes drin. Hier steckt ein großer Umordnungssatz der Analysis drin. Wir haben dort oben auch eine abzählbare Summe und ich kann beliebig umsortieren. Alles ist nicht negativ. Ich summiere also Produkte mit nicht negativen Faktoren. Das ist hier wichtig. So, was mache ich jetzt? Die Summe bleibt. Ja, jetzt mache ich Folgendes. Ich ziehe P von Z gleich Zj nach vorne und jetzt schauen Sie sich mal, was links ansteht, links unter dem Beweis P-Index Aj, da teile ich gerade durch P von Z gleich Zj. Das heißt, ich mache diese Multiplikation rückgängig, indem ich jetzt hier summiere und jetzt habe ich eben P-Index Aj von Omega. Das heißt, in diesem P-Index Aj steckt im Nenner P von Z gleich Zj, was sich wegkürzt gegen das, was ich vorne hingeschrieben habe. Mehr habe ich nicht gemacht. Gut. Ja, und jetzt kommt das, nämlich für Omega, was nicht in Aj ist, ist eben P von P-Index Aj von Omega 0. Aus dem Grunde ist das diese Summe. Und jetzt sehen Sie, Aj wird ersetzt unter der Summe durch Omega 0. Hier kommt unsere Menge Omega 0 rein, die abzählbare. Hier geht das ein, dass eben sonst für die Omega, die nicht in Aj liegen, diese Wahrscheinlichkeit, die ganz hinten steht, P-Index Aj von der einelementigen Teilmenge 0 ist. So, das ist eben das, was da steht und jetzt sind wir fertig. Man sieht es vielleicht noch nicht, dass wir fertig sind, aber diese zweite Summe, die da steht, das ist eine Summe über klein Omega aus Omega 0 und jetzt steht da nichts anderes als
Zufallsvariable an der Stelle Omega, das ist nichts anderes als x von Omega minus h von zj in Klammern zum Quadrat, ist eine Zufallsvariable an der Stelle Omega mal Wahrscheinlichkeit von Omega. Ich habe jetzt eben nicht die normale Wahrscheinlichkeit, sondern über die bedingte Verteilung. Das heißt, dass da rechts steht, ist nichts anderes als dieser bedingte Erwartungswert der Zufallsvariable x minus h von zj zum Quadrat, jetzt nicht bezüglich p, sondern bezüglich p Index aj. Ist nichts anderes als dieser bedingte Erwartungswert. So, wenn man das eingesehen hat, dann kommt jetzt auch die Erkenntnis, mein Ziel ist ja, diesen Ausdruck zu minimieren über h. Ich möchte jetzt eine Funktion h finden, die diesen Ausdruck minimiert. So, Sie sehen, das ist eine Summe. P von z gleich zj ist positiv. Das heißt, ich muss versuchen, diesen zweiten Faktor möglichst klein zu machen durch geeignete Wahl von h von zj. Also hier lege ich sozusagen h von zj fest. Für den j-Summanden lege ich h von zj fest und zwar so, dass dieser Summand am kleinsten wird. Das mache ich für jeden Summanden. So, hier steht aber Zufallsvariable minus Konstante zum Quadrat. So, diese Konstante h von zj, für festes j ist das eine Konstante. Da steht also nichts anderes als Erwartungswert x minus Konstante zum Quadrat und ich soll die Konstante so festlegen, dass das minimal wird. So, die Konstante ist der Erwartungswert dieser Zufallsvariablen. Aber das Entscheidende ist, hier steht nicht p unten, sondern p Index aj. Das ist der Erwartungswert bezüglich der bedingten Verteilung. Und wir wissen, das ist der bedingte Erwartungswert. Das war die Lösung der Aufgabe. Wir schreiben das jetzt hin. Also das ist das, was wir haben. Das ist die Darstellung. Die Folgerung, allgemein, und ich erinnere wieder an das, wenn ich eine mittlere quadratische Abweichung habe von einer Zufallsvariablen und ziehe eine Konstante ab, dann wird das am kleinsten, wenn die Konstante der Erwartungswert ist. So, hier steckt natürlich in diesem Erwartungswert das p drin. Das heißt, es ist immer ein Erwartungswert bezüglich eines Wahrscheinlichkeitsmaßes. Ich schreibe das nur nicht hier hin, weil das p sozusagen in der zweiten Zeile des Memos klar war. Aber das Entscheidende ist, wenn Sie in die erste Zeile des Memos gehen, da steht da wirklich nichts anderes als ein Erwartungswert bezüglich eines Wahrscheinlichkeitsmaßes, das ist nur p-Index aj, Zufallsvariable minus h von zj, und das wollen wir ja festlegen. Das soll minimal werden. Also kann das h von zj nichts anderes sein, das wird minimal, wenn ich h von zj ansetze als den Erwartungswert von x bezüglich dieser bedingten Verteilung. Das ist die zweite Zeile des Memos. Nur ich habe hier das Wahrscheinlichkeitsmaß spezifizieren müssen. So, wir wissen, das ist aber nichts anderes als der Erwartungswert von x unter aj. Und aj schreiben wir nochmal hin, das ist der Erwartungswert von x unter z gleich zj. Das war nur die Abkürzung für unser aj. Das heißt, wir sehen, für diese zj, die angenommen werden von dem Zufallsvektor mit positiven Wahrscheinlichkeiten, ist die beste Prognosefunktion h von zj ist eben dieser bedingte Erwartungswert für jedes j größer gleich 1. Okay, Folgendes ist zu beachten. Der zweite Teil der Definition, ich schreibe es nochmal hin, h von z war ja der Erwartungswert von x unter z gleich zj, wenn z gleich so einem zj ist, das ist das, was wir rausbekommen haben, aber das andere, diese 0, andernfalls, ist völlig egal. Der ist völlig willkürlich. Der dient nur dazu, die Funktion h auf dem ganzen R auch k zu definieren. Ich habe ja gesagt, wir wollen eine Funktion auf dem R auch k haben. Wir haben gesehen, wir brauchen sie eigentlich nur auf den höchstens abzählbar vielen Werten zj, also z1, z2, die von z mit positiven Wahrscheinlichkeiten angenommen werden können. Für die anderen brauchen wir die Funktion nicht. Wir können sie dort zu 0 setzen. Damit wäre erstmal das Problem gelöst. Und ich schreibe das nochmal als Memo hin, also h von z, falls z gleich zj ist, für so ein j, ist unsere Funktion, die wir dort rausbekommen haben. Und nochmal das zweite Memo, die Funktion setzen wir zu 0 außerhalb.
Und was wir jetzt machen, ist eine grundlegende Definition der modernen Stochastik, nämlich die bedingte Erwartung. Die bedingte Erwartung ergibt sich sofort aus dem bedingten Erwartungswert, und zwar wie folgt. Die erste Botschaft ist die bedingte Erwartung ist eine Zufallsvariable. Der bedingte Erwartungswert ist eine Zahl. Da habe ich sozusagen immer eine Bedingung und dann rechne ich was aus. Aber die bedingte Erwartung ist eine Zufallsvariable. Wie ergibt sich die? Nun, also die durch, ich definiere sie. Sie sehen, die Zufallsvariable heißt e von x unter der Bedingung z, das ist die Zufallsvariable. Ich definiere sie an der Stelle Omega. Wir haben die Definition, also z ist dieser Zufallsvektor, der die Werte z1, z2 und so weiter annimmt, wie bisher. Und wie definiere ich das? Ich definiere das, nun, das ist nichts anderes als meine Funktion h, die dort oben steht, die ich rausbekommen habe, an der Stelle z von Omega. So, Sie sehen, dort oben steht die Funktion. Es kommt jetzt darauf an, ob z von Omega eins dieser z1, z2, z3 ist oder ob es keins dieser Werte ist. Dann kommt immer 0 raus. So haben wir das definiert, zweite Zeile des Memos. So, das bedeutet, das ist nichts anderes als der Erwartungswert von x unter der Bedingung z gleich z von Omega, falls z von Omega einer dieser Werte ist, z1, z2. Dann steht da nämlich nichts anderes als groß Z gleich klein ZJ oder ansonsten 0, falls das nicht der Fall ist. Und das kann ich machen für jedes klein Omega aus groß Omega. Ich bekomme eine Abbildung auf Omega, das ist eine Zufallsvariable, die ist reellwertig. Und diese Abbildung, die heißt so, E von XZ, die nennt man die bedingte Erwartung von X bei gegebenem Z. Das sieht jetzt erstmal mysteriös aus. Man erkennt an der Definition, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei verschiedene Omegas. Nennen wir sie Omega und Omega-Schlange, zwei kleine Omegas in dem Groß-Omega. Und stellen Sie sich vor, es gelte Z von Omega gleich Z von Omega-Schlange. Die haben also die gleiche Realisierung. Von mir aus gleich klein Z3. Dann kommt für die beiden, Omega und Omega-Schlange, der gleiche Wert raus, nämlich es kommt raus für diese bedingte Erwartung für die beiden Werte nichts anderes als e von x unter der Bedingung groß z gleich klein z3. So, das heißt, wenn verschiedene Omegas die gleiche Realisierung liefern von z, ist auch die bedingte Erwartung gleich. Der Wert dieser Zufallsvariable. So, das bedeutet, beachte, der Wert dieser Zufallsvariable hängt von dem kleinen Omega nur über z von Omega ab. In gewisser Weise bewirkt diese bedingte Erwartung eine Glättung. Ich kann es auch so formulieren, diese Zufallsvariable ist als Funktion konstant auf diesen Mengen, auf diesen Ereignissen z gleich zj. Nochmal, z gleich zj heißt die Menge aller kleinen Omega aus groß Omega mit der Eigenschaft z von klein Omega gleich klein zj. Darauf ist sie konstant. Wir machen jetzt mal ein Beispiel für die bedingte Erwartung. Aus dem bedingten Erwartungswert gibt sich sofort die bedingte Erwartung, denn wir haben ja gesehen, wir haben sie definiert mit Hilfe dieser beiden Memos oben, wobei nur die erste Zeile relevant ist. Die 0 kommt sozusagen nicht vor, die dient nur dazu, um die Funktion h auf dem ganzen R auch k zu definieren, wie schon betont. Also das ist nochmal das Memo. So ist das definiert. Ich mache ein einfaches Beispiel. Zweifacher Würfelwurf. Sie sehen, wir wollen bestimmen die bedingte Erwartung des Maximums, das ist also hier unsere Zufallsvariable x, gegeben Augenzahl des ersten Wurfs, das entspricht dem z. Diese Zufallsvariable, die wollen wir jetzt angeben, und das ist eine Funktion von dem x1, der Augenzahl des ersten Wurfs. Wie folgt. Also xj sei die Augenzahl des j-ten Wurfs, j1, 2, und m sei das Maximum. Was wir machen, wir bestimmen erstmal die bedingten Wahrscheinlichkeiten, dass m, das Maximum, den Wert k annimmt, unter der Bedingung, dass x1, die Augenzahl des ersten Wurfs, den Wert j annimmt.
Nun, auf jeden Fall, das Maximum ist immer größer gleich J. Wenn schon der erste Wurf eine J gibt, es kann nur größer werden. Wir betrachten zwei Fälle. Es kann also das Maximum, entweder ist es J, oder wenn J noch kleiner ist als 6, kann es noch größer sein. Wann ist das Maximum gleich J? Das bedeutet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum gleich J ist, wenn X1 gleich J ist? Und das Maximum gleich J, wenn X1 gleich J ist, dann muss der zweite Wurf, kann höchstens J sein. Sonst geht das nicht. Und nur dann. Also das heißt, der zweite Wurf darf nur die Werte ergeben 1, 2, 3 bis J und die Wahrscheinlichkeit ist J Sechstel. So, das bedeutet, das ist J Sechstel, falls K gleich J ist. So, aber jetzt stellen Sie sich vor, J ist noch kleiner als 6, also J ist zum Beispiel 4, dann kann das Maximum natürlich auch die Werte 5 und 6 annehmen. Dann kann K größer J sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist jeweils ein Sechstel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ein Sechstel, falls K größer ist als J. Das sind diese bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und über die bedingten Wahrscheinlichkeiten wissen wir aufgrund der Darstellungsformel, ich kann jetzt den bedingten Erwartungswert ausrechnen von M, gegeben, dass X1 gleich J ist. Wie muss ich das machen? Das hatten wir heute auf der zweiten Folie. Ich muss die Werte nehmen und multiplizieren mit diesen bedingten Wahrscheinlichkeiten. Nun, die Werte, die das Maximum annehmen kann unter dieser Bedingung, sind nur die Werte J, J plus 1, J plus 2 und so weiter bis 6 maximal. So, das bedeutet, der Erwartungswert von M unter dieser Bedingung ist nichts anderes als nun J mal J Sechstel. Sie sehen dort in der Verzweigung, das ist der obere Teil. Und dann sind potenziell noch möglich vielleicht die Werte K von J plus 1 bis 6. Dann nimmt das den Wert K an und die Wahrscheinlichkeit ist ein Sechstel. Das ist der bedingte Erwartungswert. So, jetzt, wenn ich das eingesehen habe, dann kann ich natürlich jetzt ein Sechstel erstmal ausklammern. Und dann habe ich auf jeden Fall von der ersten Summe J Quadrat. Und dann muss ich noch die Summe der natürlichen Zahlen K von J plus 1 bis 6 aufsummieren. Das kann ich so machen, gedanklich, indem ich alle Zahlen aufsummiere. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Das sind 21, kommt daraus. Und dann muss ich noch abziehen die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis J. Und das ist aber J mal J plus 1 halbe. Das heißt, wenn ich das subtrahiere, dann habe ich also diese Summe ausgerechnet. Jetzt muss ich nur noch vereinfachen. So, jetzt sehen Sie, was kann ich hier noch machen? Sie sehen, dort hinten kommt auch J Quadrat vor vorne. Auf jeden Fall, wenn Sie ein bisschen vereinfachen, erhalten Sie 3,5 plus J mal J minus 1 Zwölftel. Also die Umformung, glauben Sie mir jetzt, das kommt raus. So, interessant ist natürlich jetzt Folgendes, immer auf Plausibilität gucken. Also sollte zum Beispiel Folgendes sein, a priori, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler fragen, was ist denn wohl der Erwartungswert des Maximums beim zweifachen Würfelwurf, wenn der erste Wurf eine 1 ergibt? Wenn Ihre Schülerinnen sagen, es kommt nur noch auf den zweiten Wurf an. Denn größer gleich 1 ist das sowieso. Das heißt, der Erwartungswert ist dann 3,5. Denn der zweite Wurf nimmt die Werte 1 bis 6 mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein Sechstel an. Das heißt, wenn ich hier J gleich 1 setze, müsste 3,5 rauskommen. Nun, 3,5 AJ mal J minus 1, J minus 1 ist 0, kommt raus. Plausibel. So, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler fragen, was ist denn der Erwartungswert des Maximums, wenn der erste Wurf eine 6 ergibt? Dann sagen Sie, wenn der erste Wurf eine 6 ergibt, dann kommt da mit Sicherheit 6 raus. Ganz egal, was der zweite ergibt. Also setzen wir für J gleich 6 ein. 6 mal 5 sind 30. 30 durch 12 ist 2,5. 2,5 plus 3,5 ist 6. So, das bedeutet, in den extremen Fällen stimmt das. Ist auch genau das, was man sofort sehen würde. So, und jetzt passiert einfach nur Folgendes. Bei der bedingten Erwartung nach Konstruktion wird einfach das J, die Realisierung, ersetzt durch die Zufallsvariable x1. So, das bedeutet, wir erhalten der Erwartungswert der Bedingte unter x1. Die bedingte Erwartung ist 3,5 plus x1 mal Klammer auf x1 minus 1 Zwölftel. Es ist eine Funktion von x1. Das ist hier das Entscheidende. Die bedingte Erwartung ist hier eine Funktion der Zufallsvariablen, die hier die Bedingung beschreibt. Ich kann das nochmal in einer Tabelle darstellen. Also hier sehen Sie nochmal die Tabelle, wenn J die Werte von 1 bis 6 annimmt. Was rauskommt, also die extremsten Fälle hatten wir schon, 3,5 und 6. Und Sie sehen, ansonsten sind das jetzt auch Zwischenwerte, so wie 3,67, 4,5. Aber wenn der erste Wurf eine 3 ergibt, ist der Erwartungswert des Maximums exakt 4. Das heißt, das sind die Werte, die rauskommen für diese Funktion. Und
Sie sollten jetzt Folgendes, Sie sollten für Folgendes sensibilisiert sein. Wir haben hier ein ganz bestimmtes Gütekriterium zugrunde gelegt. Das Gütekriterium ist die mittlere quadratische Abweichung gewesen. Das bedeutet, der Fehler x minus h von z wird quadriert. Und dann wird der Erwartungswert gebildet, Minimum über h. So, warum sollte ich quadrieren? Sie könnten auch ein anderes Gütekriterium zugrunde legen. Sie könnten zum Beispiel sagen, okay, anderes Gütekriterium könnte sein, ich möchte gern hier, konkret bei dem Würfelwurf, wieder das Maximum vorhersagen durch eine Funktion des ersten Wurfs. Die Funktion h sollte bestimmt werden. Wir haben eben gesehen, wie die Funktion aussah als Funktion der einzelnen Werte j von 1 bis 6 im Fall der mittleren quadratischen Abweichung. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sagen, ich nehme den Fehler m minus h von x1, aber der Betrag ist entscheidend, nicht das Quadrat. Und dann wollen Sie minimieren über h, dann ergibt sich eine andere Vorhersagefunktion. Übungsaufgabe. Sie können natürlich auch fordern, die Vorhersage kann sich nur auf Werte beziehen, die wirklich angenommen werden. Dass Sie von vornherein sagen, die Funktion h darf nur die Werte 1 bis 6 annehmen. Sie sehen, wir haben eben so krumme Werte gehabt, 3,67 oder was. Wenn Sie ausschließen, dass das vorkommt und sagen, die Funktion soll, darf nur diese Werte überhaupt annehmen, das sind dann nur endlich viele Funktionen, dann bekommen Sie auch etwas anderes raus, also eine andere optimale Vorhersagefunktion. Sie sollten eben sehen, dass dieses Kriterium in der mittleren quadratischen Abweichung nur eins ist von auch denkbaren anderen. Okay. Ja, hier war schon dieses Memo aufgepoppt. Sie sehen dort etwas, was wir vor längerer Zeit mal gemacht haben. Nämlich, wenn Omega zerlegt wird von Ereignissen, auch das dürfen endlich viele sein, paarweise Disjunkte, die alle positive Wahrscheinlichkeit haben, dann kann man die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses B ausrechnen mit Hilfe dieser Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit. Nämlich P von B ist Summe über die J, P von B unter der Bedingung AJ mal P von AJ. Und wir hatten gesehen, diese Formel entfaltet immer dann ihre Kraft, wenn B ein kompliziertes Ereignis ist, aber Sie kennen eben alle Wahrscheinlichkeiten auf der rechten Seite, insbesondere P von B unter der Bedingung AJ. So, wir werden gleich sehen, dass eine völlig analoge Formel auch für den Erwartungswert gilt. Dazu ein zweites Memo. Das zweite Memo ist, nun, der bedingte Erwartungswert einer Zufallszahl x unter AJ ist genau das, 1 durch P von AJ, und jetzt sehen Sie diese Summe klein Omega aus AJ geschnitten Omega 0 x von Omega mal P von Omega. Die werden nämlich gleich in der Formel auftreten. So, was besagt dann? Das ist die Formel vom totalen Erwartungswert. So, eine ganz wichtige Formel, wir werden gleich sofort zwei Anwendungen haben. Insbesondere werden wir auf das Eingangsbild zurückkommen, mit dem Problem, soll ich stoppen oder soll ich nochmal würfeln, zwischen Angst und Gier. So, die Formel ist die, ich habe einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum. Immer daran denken, Omega 0 ist diese abzählbare Teilmenge. Nur dort haben die kleinen Omegas positive Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich paarweise disjunkte Ereignisse, alle positive Wahrscheinlichkeit, endlich oder abzählbar unendlich viele. Die Summe ist 1. Das ist wichtig. Es muss gar nicht unbedingt gelten, dass die Vereinigung ganz Omega ist. Es reicht, dass die Vereinigung eine Wahrscheinlichkeit hat, die 1 ist. Wahrscheinlichkeiten 0 spielen keine Rolle in der Stochastik. Dann gilt für jede Zufallszahl x folgende Gleichung. Wichtig ist, der Erwartungswert von x soll existieren. Den Erwartungswert kann ich ausrechnen als Summe j größer gleich 1, bedingter Erwartungswert von x unter der Bedingung aj mal p von aj. Jetzt schauen Sie auf die Formel dort oben von der totalen Wahrscheinlichkeit und Sie sehen die komplette Analogie. Nämlich, wenn Sie speziell für x einsetzen, eine Indikatorfunktion eines Ereignisses b, dann wissen wir, der Erwartungswert vom Indikator unter aj ist nichts anderes als die bedingte Wahrscheinlichkeit von b unter aj, und Sie erhalten die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit, die im Memo ganz oben rechts steht. Also wenn Sie so wollen, ist die Formel vom totalen Erwartungswert eine Verallgemeinerung der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit. So, warum gilt die Formel vom totalen Erwartungswert? Nun, sehen Sie sich an, was rechts von der Summe steht, e von x unter der Bedingung aj.
So im zweiten Memo sehen Sie, was E von X unter der Bedingung AJ ist. Da wird durch P von AJ geteilt. Ansonsten ist es eine Summe. Nun, unten in der Formel multiplizieren wir gerade mit P von AJ, sodass sich das weghebt. So, das bedeutet, unten in der Summe steht nur J größer gleich 1 und dann steht da nichts anderes als diese Summe im zweiten Memo, Summe über Omega Element AJ geschnitten Omega 0. Und diese Doppelsumme ergibt aber die Summe über klein Omega aus Omega 0, x von Omega mal p von Omega, weil eben die Vereinigung der A's die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Und das ist der Erwartungswert. Also Sie sehen, diese Formel vom totalen Erwartungswert ist genauso simpel wie die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, warum macht man das überhaupt? Aber ich habe die Begründung schon gegeben. Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit ist immer dann sinnvoll, wenn B kompliziert ist, aber die bedingten Wahrscheinlichkeiten ergeben sich vielleicht direkt aufgrund der Experimentiersituation. Denken Sie an Übergangswahrscheinlichkeiten, an gekoppelte Experimente. Und wenn ich natürlich diese bedingten Erwartungswerte, die da auf der rechten Seite stehen, in der Formel vom totalen Erwartungswert, wenn ich die vielleicht direkt hätte, auch aufgrund von konkreten Experimentiersituationen, und hätte auch die Wahrscheinlichkeiten von AJ, könnte ich den Erwartungswert einer komplizierten Zufallsvariablen auf die Art und Weise ausrechnen. Das ist die ganze Botschaft. So. Wir machen das mal an einem einfachen Beispiel. Dann machen wir eine Pause. Ich möchte erst, bevor das Beispiel kommt, kleine Formel, Spezialfall. Also wenn speziell das AJ, das habe ich vergessen, gegeben ist durch einen Zufallsvektor z gleich zj wie gehabt für einen Zufallsvektor z. Dieser Zufallsvektor nimmt diese Werte an, die da stehen, z1, z2, und zwar nur diese Werte, muss ich sagen, mit positiven Wahrscheinlichkeiten. Dann geht die Formel von eben über in diese Darstellung. E von x ist Summe j größer gleich 1, und jetzt sehen Sie E von x unter der Bedingung z gleich zj. Das ist eben aj mal p von aj, also p von z gleich zj. Und wenn Sie sehen, was da steht, da steht ja Wahrscheinlichkeit, dass z einen Wert annimmt, mal eine ganz bestimmte Funktion von z. Das ist genau dieser bedingte Erwartungswert. Und wenn Sie genauer hingucken, werden Sie sehen, das ist nichts anderes als der Erwartungswert dieser bedingten Erwartung, die wir vorher eingeführt haben. Denn die bedingte Erwartung nimmt nur an diese Werte, die darüber stehen, e von x unter der Bedingung z gleich zj, mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Also das heißt, aus dem Grunde nennt man diese Formel auch iterierte Erwartungswertbildung. Dazu müssen Sie sich nochmal ansehen, wie die bedingte Erwartung definiert wird. Welche Werte nimmt die bedingte Erwartung an? Mit welchen Wahrscheinlichkeiten? Die Werte stehen aber direkt drüber und die Wahrscheinlichkeiten werden rechts ran multipliziert. Deshalb ist das der Erwartungswert der bedingten Erwartung. Okay. So, das Beispiel, was ich hier nehmen würde, ist das Warten auf den ersten Doppeltreffer. Also die Bernoulli-Kette, beliebtes Objekt im gymnasialen Unterricht. X sei die Anzahl der Versuche in einer Bernoulli-Kette mit Trefferwahrscheinlichkeit P' zwischen 0 und 1. Und zwar jetzt kommt es, bis erstmals zwei direkt aufeinanderfolgende Treffer auftreten. Also hier warten wir nicht bis zum ersten Treffer, auch nicht bis zum zweiten Treffer, sondern bis zum ersten Mal direkt hintereinander, 1-1. Und dann wird gestoppt. Hierfür brauche ich also auf jeden Fall mindestens zwei Versuche. So, die Frage ist, welchen Erwartungswert besitzt dieses X? Man könnte auch nach der Verteilung fragen, das ist komplizierter. Aber ich behaupte, wir können den Erwartungswert allein bestimmen mit Hilfe der Formel vom totalen Erwartungswert. Also erstmal, das ist die Frage, kann man sich das so veranschaulichen? Sie sehen dort einen Start, Sie sehen also einen Zustand 1. Ich mache jetzt einen Zustandsgraphen. Das ist der Endzustand. Ich möchte gern 1-1 direkt hintereinander beobachten. So, wenn die Bernoulli-Kette startet, kann es passieren, dass ich direkt zu 1 lande. Das passiert mit Wahrscheinlichkeit P, dass der erste Versuch ein Treffer ist. So, wenn ich jetzt einen Treffer habe und habe direkt danach noch einen Treffer, ist wieder mit Wahrscheinlichkeit P, bin ich dort in dem Endzustand 1-1. Also das wäre das Ideale, wenn ich direkt käme vom Start direkt zu 1 und nochmal zu 1, dann hätte ich 1-1. Aber es kann mir passieren, erstmal, dass ich schon im Start stecken bleibe, wenn der erste Versuch eine Niete ist. Die Wahrscheinlichkeit sei Q 1 minus P, das heißt, ich habe hier so eine Schleife, das heißt, die komplementäre Wahrscheinlichkeit Q sei 1 minus P, dann bleibe ich im Start und komme sozusagen kein Stückchen weiter in Bezug auf das Ende, wo ich hin möchte. Ich habe nur einen Versuch verbraucht.
Ich muss zählen, wie viele Versuche ich brauche. Es kann auch sein, wenn ich in die 1 komme, dass ich dann wieder zurückgeworfen werde, wieder mit Wahrscheinlichkeit Q, wenn ich nicht direkt danach wieder eine 1 werfe. So, was man hier dann hat, nennt man einen Zustandsgraphen. Beim Warten auf den ersten Doppeltreffer. Jetzt werden Sie fragen, wie hilft mir denn die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit hierbei? Nun, erstmal können Sie sich vielleicht fragen, was ist denn der Grundraum? Wenn Sie unbedingt einen Grundraum angeben wollen, wäre das eine Möglichkeit, dass Sie sagen, Omega, es könnte losgehen direkt mit 2 Einsen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, es könnte eine Niete am Anfang stehen und dann direkt 2 Einsen. Dann brauche ich genau 3 Versuche bis zur ersten Doppel-1. Es könnte sein, dass es mit 1 beginnt, dann eine 0 und dann 1-1. Hier brauche ich 4 Versuche. Sonst gibt es keine andere Möglichkeit, dass ich genau 4 Versuche brauche. Denn hinten müssen die beiden Einsen stehen. Na doch, die andere ist natürlich 0-0-0. 0-0-1-1 und 1-0-1-1. Ich habe 2 Möglichkeiten, dass es nach 4 Versuchen endet. Bei 5 Versuchen haben Sie 3 Möglichkeiten, nämlich 0-0-0-1-1, 0-1-0-1-1 und 1-0-0-1-1. So. Dann kann es natürlich auch enden nach 6 Versuchen. Und wenn Sie die anderen Möglichkeiten mal hinschreiben, werden Sie sehen, es gibt genau 5 Möglichkeiten, 5 Sequenzen, dass Sie genau nach 6 Versuchen die erste Doppel-1 erreicht haben. Wenn Sie vielleicht ein bisschen genauer hingucken, werden Sie hier die Fibonacci-Folge wiederfinden. Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenfolge, die beginnt mit 1 und 1 und das nächste Glied ist immer die Summe der beiden davor. Das heißt, Sie sehen am Anfang, ich habe eine Möglichkeit, nach 2 Versuchen fertig zu sein. Eine Möglichkeit, nach 3 Versuchen fertig zu sein. 2 Möglichkeiten, nach 4 Versuchen fertig zu sein. 3 Möglichkeiten, nach 5 Versuchen fertig zu sein. Und ich sage Ihnen, es sind 5 Versuche, nach 6 Möglichkeiten fertig zu sein. Und 8 Versuche, nach 7 Möglichkeiten fertig zu sein. Da kommen die Fibonacci-Zahlen raus. Ich kann es so formal beschreiben, es sind die Menge aller solchen endlichen Sequenzen aus Einsen und Nullen, also n ist mindestens 2. Die A's sind entweder alle 0, also sind entweder 0 oder 1. Und das kann ich so ausdrücken, dass erst am Ende die beiden Einsen kommen. Das Produkt von 2 aufeinanderfolgenden ist immer 0. Das heißt, es können keine 2 Einsen sein. Für j kleiner gleich n minus 2, aber die letzten beiden sollen Einsen sein. Das heißt, an minus 1 mal an ist 1. Das wäre das eine Möglichkeit, das formal hinzuschreiben. Okay. In diesem Grundraum führe ich jetzt folgende Ereignisse ein. Und dann sehen wir sofort, wie die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit hier zum Ziel führt. Das erste Ereignis ist nun die Menge aller Sequenzen derart, dass A1 gleich 0 ist. Mit anderen Worten, die Bernoulli-Kette beginnt mit einer Niete. Erster Versuch, Niete. Das Ereignis A2. Menge aller Sequenzen mit der Eigenschaft erster Versuch Treffer, zweiter Versuch Niete. Disjunkt dazu. Disjunkt der Ereignisse. Drittes Ereignis, die Menge aller Sequenzen mit der Eigenschaft erster Versuch Treffer, zweiter Versuch Treffer. Sehen, diese drei Ereignisse sind paarweise disjunkt, schöpfen aber alles aus. Die Vereinigung ist ganz Omega. Ich zerlege sozusagen erstmal ganz grob nach dem ersten Versuch. Wenn der eine Niete ist, okay. Wenn der jetzt ein Treffer ist, gucke ich mir noch einen zweiten Versuch an. So, das Entscheidende ist, wenn das Ereignis A1 eintritt, haben Sie in Bezug auf das Erreichen von 1-1 einen vergeblichen Versuch gehabt. Die Bernoulli-Kette hat kein Gedächtnis. Wenn das Ereignis A2 eintritt, haben Sie in Bezug auf das Ende, wohin Sie wollen, 2 vergebliche Versuche gehabt und die Bernoulli-Kette hat kein Gedächtnis. Sie startet ab da wieder wie zu Beginn. So, wenn Sie aber das Ereignis A3 beobachten, sind Sie schon nach 2 Versuchen fertig. Sie haben direkt den Doppeltreffer erreicht. Sie wissen, Ihre Zufallsvariable nimmt in diesem Fall den Wert 2 an. So, also das ist das, was ich gerade sagte, paarweise disjunkt. Sie schöpfen alles aus, die Ereignisse, und die Wahrscheinlichkeiten kennen wir auch. Nun, hier steht erster Versuch Niete, die Wahrscheinlichkeit ist Q. Die Wahrscheinlichkeit von A2 ist erster Versuch Treffer und dann eine Niete ist P mal Q. Und die Wahrscheinlichkeit von A3 ist 2 mal Treffer, ist P². Ich kenne die drei Wahrscheinlichkeiten.
So, was ist denn jetzt mit diesen Erwartungswerten, mit diesen Bedingten? Was ist denn der bedingte Erwartungswert von x unter der Bedingung a1? Und das Schöne ist, den rechnen Sie jetzt nicht aus, sondern der ergibt sich direkt aus der Situation. Unter der Bedingung a1 haben Sie einen vergeblichen Versuch gemacht und dann stehen Sie wieder wie zuvor da und warten auf den ersten Doppeltreffer. Das bedeutet, das ist nichts anderes als 1 plus der Erwartungswert von x. Hier steckt der vergebliche Versuch drin und die Gedächtnislosigkeit der Bernoulli-Kette. Der bedingte Erwartungswert von x unter a2 ist nichts anderes als 2 plus e von x, denn Sie haben 2 vergebliche Versuche gemacht. Aber im dritten Fall, bei a3, habe ich gesagt, da sind Sie ja gleich fertig, das ist 2. Können Sie sofort sagen, Stopp, aus. So, Sie sehen, Sie haben die bedingten Erwartungswerte, Sie haben die Wahrscheinlichkeiten und jetzt können wir die Formel vom totalen Erwartungswert einfach anwenden und haben, e von x ist, nun, das, was da immer steht, 1 plus e von x mal die Wahrscheinlichkeit, ist hier q, plus 2 plus e von x mal die Wahrscheinlichkeit, ist p mal q, plus 2 mal p Quadrat. So, und wir sehen, Sie können diese Gleichung auflösen nach e von x. Das ist das Schöne. Sie haben links e von x, Sie haben rechts, Sie lösen es einfach auf und erhalten, e von x ist 1 plus p dividiert durch p Quadrat. Das kommt raus. Jetzt können wir speziell uns mal ansehen, wie ist das denn in dem Fall, wenn ich eine echte Münze werfe, also ersten Doppeltreffer, sagen wir, Treffer ist Zahl, zweimal Zahl hintereinander, da ist eben der Erwartungswert 6. Ja, und Sie können es auch mal im Kopf, wir können es mal im Kopf machen, wie ist es mit dem Würfelwurf? Wann habe ich im Mittel zum ersten Mal 2 Sechsen direkt hintereinander? Da ist jetzt p gleich ein Sechstel. Sie sehen, 1 plus ein Sechstel ist 7 Sechstel, dividiert durch ein Sechstel zum Quadrat, heißt 7 Sechstel mal 36. Ne? 7 Sechstel, da kürze ich eine 6 weg, ist 6 mal 7 ist 42. Sie brauchen also im Schnitt 42 Würfelwürfe, bis Sie zum ersten Mal direkt hintereinander 2 Sechsen beobachten beim echten Würfel. Ich möchte jetzt mit dem Eingangsbeispiel weitermachen. Zwischen Angst und Gier. Ich möchte nochmal die Situation notieren, was sich da abspielt. Also ein Problem des optimalen Stoppens. Es dreht sich um den wiederholten Würfelwurf, echter Würfel. Man erhält die Augenzahlen auf ein Punktekonto addiert und zwar so lange, das ist wichtig, keine 6 auftritt. Man kann jederzeit stoppen, ohne 6. Also ohne eine 6 gewürfelt zu haben. Und der erzielte Punktestand ist der Gewinn. Man kann für dieses Spiel dann einen Einsatz zahlen. Die Frage ist, was ist ein gerechter Einsatz? Und ansonsten, wenn aber eine 6 auftritt, ist der Gewinn gleich 0. Also das ist hier der Punkt. Okay. Und welche Stoppstrategie sollte man hier verfolgen, wenn man das Spiel oftmals spielen müsste? Um den Erwartungswert sozusagen des Kontostands, den man dann wirklich hat, zu maximieren, der unter Umständen 0 sein kann. Das ist wichtig. Und ich sagte schon mal, diese Strategie, die kann nicht davon abhängen, wie oft man noch keine 6 geworfen hat. Denn wir haben totale Gedächtnislosigkeit. 5 Einsen in Folge ist Kontostand 5. Eine 5 ist auch Kontostand 5. Die Frage ist eher, wie viel habe ich zu verlieren? Immer daran denken, das Auftreten einer 6 wird nicht wahrscheinlicher, wenn ich länger werfe. Das bedeutet, die Stoppstrategie kann sich nur beziehen auf den Punktestand, den ich schon erreicht habe. Wenn der zu kostbar ist, also zu groß, dann sollte ich vielleicht stoppen und ansonsten weiterwerfen. Okay. Also bei Punktestand K sei XK der Punktestand nach einem gedanklichen weiteren Wurf. Also auf meinem Konto ist die Augensumme K verbucht. Zum Beispiel 8. Soll ich weiterwerfen? Ich kann mir genau überlegen, was ich danach habe. Das heißt, welche Werte nimmt dieser Punktestand an nach einem gedanklichen weiteren Wurf? Und es kann eine 1 kommen, dann habe ich K plus 1 auf dem Konto. Es kann eine 2 kommen, dann habe ich K plus 2 auf dem Konto. Kann eine 3 kommen, habe ich K plus 3. Es kann eine 4 kommen, dann habe ich K plus 4. Es kann eine 5 kommen, habe ich K plus 5. Es kann eine 6 kommen, dann habe ich 0. Das sind die möglichen Werte. So, die Antwort ist eben, diese Werte sind möglich. Und zwar jeweils mit Wahrscheinlichkeit ein Sechstel, der Würfel ist echt.
So, was ich jetzt mache, ist eine ganz einfache Überlegung. Ich werfe nur dann weiter, wenn das, was ich erwarte nach dem nächsten Wurf, der Erwartungswert, größer ist als das, was ich schon habe. Ich habe K. Ich bilde mal den Erwartungswert dieser Zufallswahl mit XK, also wenn ich gedanklich einmal weiterwerfe. So, der Erwartungswert ist nichts anderes als ein Sechstel. Und jetzt sehen Sie Summe J von 1 bis 5, K plus J. Nämlich es geht nur bis 5, denn wenn die 6 kommt, kommt 0 raus. Wenn ich das hier ausrechne, dann kommt raus 5K plus 15 dividiert durch 6. Einfache Rechnung. Das vergleiche ich mit dem, was ich habe, das ist K. Und sehe mir an, wann ist das denn größer als das, was ich habe? Und das ist genau dann der Fall, bringen Sie die 6 auf die andere Seite, dann sehen Sie 5K plus 15 ist größer als 6K, dann können Sie 5K subtrahieren und dann sehen Sie, es genau dann der Fall, wenn 15 größer ist als K oder K kleiner 15. Wenn Ihr Kontostand kleiner ist als 15, dann machen Sie weiter, genau dann. Das heißt, wenn Ihr Kontostand mindestens 15 ist, hören Sie auf und stoppen. Das heißt, in dem Eingangsbild, wenn Sie sich das nochmal ansehen, die gute Simone hätte schon längst stoppen müssen. Die hätte schon über 20. Und da kommt dann die Gier. Manche sind vielleicht zu ängstlich. Okay. Also, das ist die Botschaft. Spiele weiter. Falls der Punktestand kleiner ist als 15, sonst stoppe. Wir werden jetzt sehen, was ist der Erwartungswert, wenn ich diese Strategie verfolge. Man kann beweisen, dass das die optimale Strategie ist, aber das schaffen wir in dieser Vorlesung nicht. Man kann es allgemein das optimale Stoppen von Markov-Ketten nennen. Also, sei G der zufällige Spielgewinn unter dieser Strategie. Was ist der Erwartungswert von G? Und jetzt werden wir sehen, der bedingte Erwartungswert hilft hier. Und hier werden wir auch eine neue Strategie sehen, die Sie noch nie vorher gesehen haben. Nämlich eine Induktion und nicht nach vorne, sondern nach hinten. So, jetzt kommt ein bedingter Erwartungswert. Der Erwartungswert E Index K von G sei der Erwartungswert des Spielgewinns unter der Bedingung, dass ein momentaner Punktestand von K vorliegt. Sie sehen, dort geht eine Bedingung ein. Der momentane Punktestand ist K. So, damit folgt, der Erwartungswert von G, den wir suchen, ist E Index 0 von G. Denn am Anfang habe ich einen Punktestand von 0. Es geht los. Das brauchen wir. Wir werden jetzt sehen, dass ich den Erwartungswert E Index K für gewisse Werte von K kenne. Und dann versuche ich runterzugehen von K nach K-1, nach K-2, nach K-3, zurück bis zu 0. Und dann habe ich ihn. Das ist das Ziel. Okay. Nach der Stoppregel gilt, nun der Erwartungswert des Spielgewinns, wenn ich schon K Punkte auf dem Konto habe, dann stoppe ich ja, wenn ich mindestens 15 erreicht habe. Und dann mache ich ja nicht weiter. Das bedeutet, das ist gleich K, wenn K entweder 15 ist, 16, 17, 18 oder 19. 19 ist maximal möglich, wenn Sie eine 14 auf dem Kontostand haben und werfen noch eine 5, dann kommen Sie auf 19. Ist klar, dass Sie dann stoppen, weil Sie mindestens 15 haben. Aber Sie können nie auf mehr kommen als 19, denn Sie hätten ja schon vorher gestoppt bei 15, 16. Und wenn Sie eine 14 haben, dann direkt runter sind und werfen eine 6, dann würden Sie sich freuen, wenn Sie 20 hätten, aber Sie haben 0, weil Sie eine 6 geworfen haben. So, das bedeutet, diese bedingten Erwartungswerte sind aus der Stoppregel sofort da. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wenn K kleiner gleich 14 ist, dann betrachten wir das zufällige Ergebnis x des nächsten Wurfs. Und jetzt kommt die Formel vom totalen Erwartungswert, die wir jetzt anwenden. Und zwar wenden wir sie an auf diesen bedingten Erwartungswert. Also nochmal, die Formel vom totalen Erwartungswert kann man natürlich auch auf bedingte Erwartungswerte anwenden, denn bedingte Erwartungswerte sind normale Erwartungswerte. Da steht anstelle von P nur immer so eine bedingte Verteilung. Das ist wichtig. So, was machen wir? Ich behaupte, also EK von G kann ich so ausrechnen, das ist der bedingte Erwartungswert von G, immer unter der Bedingung dieser Punktestand, unter der Bedingung x gleich j, mal die Wahrscheinlichkeit von x gleich j. Wir sehen, das ist die Formel vom totalen Erwartungswert.
Eine X kann nur diese Werte annehmen von 1 bis 6. Danach wird zerlegt. Und Sie müssen nur sehen, da steckt eben dieses K unten drin als Index. So, jetzt kann man hier gewisse Dinge natürlich sofort hinschreiben. Nämlich P von X gleich J ist immer ein Sechstel. Natürlich können wir auch sofort sehen, wenn X gleich 6 ist, also der Summand mit 6, dann ist natürlich nichts anderes, ist der bedingte Erwartungswert des Spielgewinns 0, denn ich falle auf 0 zurück. Das heißt, ich habe nur eine Summe, die von 1 bis 5 geht. Das heißt, das ist wichtig, wenn dieser bedingte Erwartungswert ist 0. Das ist die Spielregel. Und jetzt kommt es, wenn ich aber keine 6 werfe, sondern weniger, dann passiert Folgendes. Wenn Sie vorher K-Punkte auf dem Konto haben und werfen J und J ist nicht 6, dann haben Sie danach K plus J-Punkte auf dem Konto. Das heißt, Sie sind in der Situation, dass Sie sich um den Erwartungswert des Spielgewinns Gedanken machen müssen, wenn Sie K plus J-Punkte auf dem Konto haben. Das ist aber nichts anderes als der Erwartungswert Index K plus J. Das gibt den Punktestand an von G. Wenn man das einsetzt oben in die Formel, das gilt für J kleiner gleich 5, und jetzt bekommt eben EK von G, Sie können ein Sechstel rausziehen, das ist immer die Wahrscheinlichkeit P von X gleich J, und jetzt erhalten Sie eben diese Summe J von 1 bis 5, E Index K plus J von G. Und das ist jetzt wunderbar, Sie sehen, rechts steht ein E mit Index K plus J und J, K plus J ist größer als K, denn J ist größer gleich 1. Auf der linken Seite steht aber E-Index K. So, das bedeutet, ich könnte, wenn ich die rechte Seite kenne, mich mit dem Index um 1 runtertasten. Insbesondere, gucken wir uns jetzt mal an, also jetzt kommt etwas, was man Rückwärtsinduktion nennt. Wir sehen uns zunächst mal E-Index 14 an. Das heißt, wenn ich einen Punktestand von 14 habe, was ist dann der Erwartungswert meines Spielgewinns? Und nach der Formel ist das eben Sechstel. Und jetzt kommt E-Index 15 von G, da steht aber ganz oben in der ersten Zeile, das ist 15. Und E-Index 16 von G ist 16. Das heißt, ich setze diese Werte oben ein. Das ist alles. Und wenn ich das ausrechne, ist das 85 Sechstel. Das ist ungefähr 14,167. Das heißt, wenn ich einen Punktestand von 14 habe, dann ist mein Erwartungswert des Spielgewinns unter dieser Bedingung etwas größer als 14. So, jetzt kann ich natürlich genauso fortfahren. Ich kann jetzt E13 nehmen. Wieder ein Sechstel, jetzt muss ich für die 15, muss ich diesen Wert einsetzen, 85 Sechstel. 85 Sechstel plus 15 plus 16 plus 17, das geht bis 18 und da kommt raus 481 36stel und das ist eben 13,361. Das heißt, wenn ich einen Punktestand von 13 habe, dann ist das mein Erwartungswert des Spielgewinns. So, jetzt sehen Sie, Sie können das weitermachen. Sie können jetzt zum Beispiel Excel anlaufen lassen oder Maple. Sie gehen rückwärts. E-Index 12. Sie haben E-Index 13, E-Index 14 und so weiter. Und am Ende landen wir bei E-Index 0. Und E-Index 0, da kommt das raus, das ist 6,154. So, das bedeutet, unter der optimalen Strategie wäre der Erwartungswert Ihres Spielgewinns etwas größer als 6. Das heißt also zum Beispiel, wenn Sie dort 6 Euro Einsatz zahlen müssten, dann wäre das Spiel für Sie vorteilhaft. Müssen Sie aber 6,20 Euro zahlen, dann wäre es schon leicht nachteilig. Sie glauben mir, dass das jetzt die optimale Strategie ist. Und das ist hier ein ganz interessanter Trick, die Rückwärtsinduktion. Also das kommt bei diesem Spiel bei raus. Sie können sich ja mal selbst überlegen, was würde sich ergeben, wenn Sie alles verlieren, wenn eine 3 kommt. Jetzt die 6 mal durch die 3 ersetzen. Wie sähe dann die optimale Strategie aus? Die Prinzipien haben wir heute kennengelernt. Okay. Ja, ich möchte hier weitermachen mit einer Regel für bedingte Erwartungswerte. Das ist die Substitutionsregel. Die besagt Folgendes. Wenn ich einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum habe, also immer unser Grundmodell, darf x sogar ein Zufallsvektor sein, n-dimensional, und z ein anderer Zufallsvektor, k-dimensional, also x muss gar keine Zufallsvariable sein, und g sei eine Funktion, die auf dem r auch n Kreuz r auch k operiert und nach r geht. Das heißt, ich darf auf dem r auch n die Realisierung für x einsetzen und auf dem r auch k die für z.
Das Entscheidende ist, dann habe ich eben hier eine Zufallsvariable g von groß x groß z und der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable soll endlich sein. Das ist die Voraussetzung. Und dann gilt für jedes z, was mit positiver Wahrscheinlichkeit angenommen wird von dem Zufallsvektor groß z, gilt, jetzt sehen Sie etwas, wo Sie meinen, das sieht doch auf den ersten Blick genau gleich aus. Das ist ein ganz feiner Unterschied. Links sehen Sie den bedingten Erwartungswert von g von groß x groß z und der Bedingung groß z gleich klein z. Rechts sehen Sie den Erwartungswert, den bedingten von g von groß x klein z unter der Bedingung groß z gleich klein z. Das ist ein kleiner Unterschied, ein feiner Unterschied, der besagt, ich darf die Bedingung, die rechts steht, wenn groß z den Wert klein z annimmt, dann darf ich für das Groß Z links von der Bedingung die Zufallsvariable, den Zufallsvektor ersetzen durch die Realisierung. Dadurch wird dieser bedingte Erwartungswert vielleicht ein bisschen einfacher auszurechnen. Wir werden gleich ein Beispiel machen, dass man sieht, wie wendet man das an. So, der Beweis ist ganz einfach. Was ist dieser bedingte Erwartungswert? Nun, nach Definition ist er nichts anderes als, nun, ich muss durch die Bedingung, durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung dividieren. Und dann habe ich meine Summe über alle Omega aus Omega, ich dürfte eigentlich wieder Omega 0 schreiben, mit der Eigenschaft Z von Omega gleich Z. Das ist die Bedingung. Nur über die Omegas wird summiert. Und dann habe ich eben G von X von Omega, Z von Omega mal P von Omega. Das ist dieser bedingte Erwartungswert, der links steht. Und jetzt sehen Sie aber, schauen Sie unter die Summe. Unter der Summe steht Z von Omega gleich klein Z. Das heißt, es wird summiert über g von x von Omega, z von Omega mal p von Omega. Ich darf also offenbar, weil das in der Bedingung der Summe steckt, für z von Omega klein z einsetzen. Das mache ich. Das heißt, ich schreibe alles nochmal hin, identisch, und setze nur für z von Omega klein z ein. Sonst ändere ich nichts. Und das, was hier aber steht, ist wieder nach Definition der bedingte Erwartungswert groß g von groß x, klein z unter der Bedingung groß z gleich klein z. Das war schon alles. Das ist die Substitutionsregel. Also nochmal die Botschaft, wenn hinten so ein Zufallsvektor steht und da ist eine Bedingung, dann darf ich eben konkret diese Bedingung, die Realisierung einsetzen vorne, wenn das Groß-Z irgendwo vorne auftritt, dann darf ich es dort einsetzen und Klein-Z schreiben. Okay. So, machen wir dazu ein Beispiel. Augensumme bei zufälliger Wurfanzahl. Was macht man da? Ich werfe einen echten Würfel, gut. Und jetzt mache ich Folgendes. Wenn die Augenzahl J fällt, das weiß ich ja vorher nicht, in einem zweiten Experiment werfe ich danach J echte Würfel. Oder ich kann auch sagen, ich werfe diesen Würfel J mal nochmal in unabhängiger Folge hintereinander. Was mich interessiert, die Zufallsvariable sei die insgesamt gewürfelte Augensumme. Also aus dem allerersten Wurf und den Würfen danach, von denen ich nicht genau weiß, wie viele ich werfe. Wenn ich also den ersten Wurf eine 1 zeigt, mache ich nur einen Wurf danach, zeigt dann eine 6, werfe ich 6 mal danach. Okay. Das ist die Zufallsvariable. Was ist der Erwartungswert von x? Auch hier, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler gelernt haben, dass der Erwartungswert beim Wurf eines echten Würfels 3,5 ist, kann es Ihnen passieren, dass die Ihnen sofort das Ergebnis nennen. Wenn die noch ihren gesunden Menschenverstand haben. Wir werden jetzt erstmal rechnen mit allen Regeln, die wir ja haben, und dann ist klar, warum das rauskommen muss. Also Modellierung. Die Modellierung kann zum Beispiel so sein, dass ich gedanklich einen siebenfachen Würfelwurf vorsehe, aber unter Umständen gar nicht so oft werfe. Maximal werfe ich ja siebenmal. Zum allerersten Mal und dann noch sechsmal hintereinander, maximal. Das heißt, ich betrachte das als Grundraum, das siebenfache kartesische Produkt, also die Menge aller kleinen Omega. Und Sie sehen, ich fange mal an mit Omega 0. Das ist sozusagen dieser allererste Wurf. Die Ergebnisse seien alle von 1 bis 6. Gleichverteilung darauf. So, was ich jetzt mache, ist Folgendes. Xi von Omega sei, gedanklich werfe ich siebenmal, sei das Ergebnis des, hier muss ich natürlich eigentlich sagen, i plus ersten Wurfs. Hier geht es also mit 0 los. Okay. Das Entscheidende ist, ich habe stochastisch unabhängige Zufallsvariablen, die beziehen sich auf verschiedene Würfe. Ich bin in einem Laplace-Modell mit so einem Produktraum, Produktexperiment, 7 unabhängige, aber, und jetzt kommt die entscheidende Modellierung,
Die insgesamt gewürfelte Augensumme von so einem Omega ist nichts anderes als erster Wurf, x0 von Omega, ist das, was ich vorab mache. Und jetzt kommt es darauf an, wie oft werfe ich jetzt? Ich werfe jetzt x0 von Omega mal. Wenn da 3 steht, wenn die Realisierung 3 ist, kommen noch 3 Würfe dazu. Das Entscheidende ist, ich habe hier noch eine Summe xi von Omega, i von 1 bis x0 von Omega. Das ist die Modellierung. Sie sehen, Sie haben hier eine Summe, eine zweite Summe, wobei die obere Summationsgrenze die Realisierung einer Zufallsvariable ist. Man nennt sowas auch eine randomisierte Summe. Das wäre jetzt in diesem Modell die Realisierung. Und Sie sehen, unter Umständen brauchen Sie gar nicht alle x0 bis x6, sondern vielleicht weniger. Das richtet sich nach der Realisierung von x0, dem allerersten Wurf. Okay, das ist die Modellierung. Das kann ich machen für jedes Omega. Und jetzt schreibe ich das kurz hin. Sie sehen, dass was insgesamt rauskommt, ist das zufällige Ergebnis des ersten Wurfs, x0, die Augenzahl, plus diese randomisierte Summe, wobei ich eben nur, i läuft nur bis zu dieser zufälligen oberen Grenze. Ich habe jetzt nur das kleine Omega unterdrückt. So. Jetzt gehen wir wollen e von x. Ich bestimme mal den Erwartungswert von x unter dieser Bedingung, dass der erste Wurf die Augenzahl j ergibt. Und ich setze ein, was ist das x? Das x ist das unter der Bedingung x0 gleich j. Ich habe nur für x eingesetzt. Jetzt kommen unsere Rechenregeln. Die erste Rechenregel war, der bedingte Erwartungswert ist additiv. Ich darf also Summen vertauschen, aber wir haben uns noch nicht beschäftigt mit Summen mit einer zufälligen Anzahl von Summanden. Es waren immer eine feste Anzahl von Summanden. Aber hier kommt die schöne Regel. Da steht die Bedingung x0 gleich j. Und dieses j, die Realisierung, darf ich vorne, wo irgendwo x0 steht, darf ich j einsetzen. Das haben wir gerade gesehen. Das ist diese Substitutionsregel. Also das bedeutet, ich darf ja da j schreiben und ich darf da oben nochmal j schreiben unter dieser Bedingung. Das ist die Substitutionsregel. So, jetzt habe ich natürlich unter dieser Bedingung eine feste Anzahl von Summanden und jetzt kommt die Additivität. Das ist der Erwartungswert der Konstanten j unter dieser Bedingung plus Summe i von 1 bis j, Erwartungswert von i unter der Bedingung x0 gleich j. Das ist die Additivität des bedingten Erwartungswertes. Nun, der Erwartungswert einer Konstanten ist immer die Konstante, ganz egal wie die Bedingung ist. So, hier kommt raus, also das ist erstmal die Additivität. Hier kommt j raus und jetzt schauen Sie sich mal bei der anderen Summe an. Da steht also der Erwartungswert von xi unter x0 gleich j. I ist nicht 0. Wir haben stochastische Unabhängigkeit. Da haben wir gelernt, wenn stochastische Unabhängigkeit besteht, darf ich die Bedingung streichen, x0 gleich j, weil xi und x0 stochastisch unabhängig sind. I ist nicht 0, i ist größer gleich 1. So, das bedeutet, ich habe das und habe einfach nur den Erwartungswert von xi. Das ist die stochastische Unabhängigkeit von xi und x0. So, der Erwartungswert von xi des i-ten Wurfs ist aber 3,5. Ich kann hier 3,5 einsetzen. Ich habe j plus 3,5 mal j. Das wäre der Erwartungswert von x unter der Bedingung x0 gleich j. Jetzt kann ich diese iterierte Erwartungswertbildung machen. Nichts anderes als die Formel vom totalen Erwartungswert. Das bedeutet, der Erwartungswert von x ist jetzt kommt die Summe j von 1 bis 6, jetzt kommen die bedingten Erwartungswerte, e von x unter der Bedingung x0 gleich j, die haben wir gerade ausgerechnet, mal diese Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist immer ein Sechstel. Und wenn ich da ausrechne, kommt raus ein Sechstel mal 4,5 mal diese Summe und das ist nichts anderes als 15,75. So, jetzt sagte ich Ihnen, wieso könnten das vielleicht Schülerinnen und Schüler von Ihnen, ohne das alles zu wissen, vielleicht sofort, wenn sie schlau sind, sagen. Und die könnten sagen, naja, okay. Im Schnitt, jeder Wurf 3,5. Es kommt nur darauf an, wie viele Würfel werfe ich denn im Schnitt. Also einen auf jeden Fall. Und der zeigt ja im Schnitt die Augenzahl 3,5. Ich werfe im Schnitt 4,5 Würfel. Und jeder Würfel zeigt im Schnitt 3,5, Erwartungswert. 4,5 mal 3,5 kommt raus und das ist genau das Ergebnis. Könnte Ihnen passieren. Manchmal ist es auch wirklich gut, wenn man manche Dinge nicht gelernt hat. Es ist natürlich immer gut, wenn man mehr weiß, aber Sie müssen natürlich auch immer sehen,
dass sie Sachverhalte unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten dann auch beurteilen können und sich auch manche Ergebnisse dann wieder plausibel machen können. Okay? Gut. Ich möchte dann eingehen auf eine wichtige Definition der bedingten Verteilung. Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus. Wir werden das an einigen Beispielen sehen. Es fällt eigentlich dann in sich zusammen. Aber bedingte Verteilungen ergeben sich manchmal in natürlicher Weise. Und gewisse Verteilungen, die Sie schon kennen, ergeben sich als bedingte Verteilung von anderen Verteilungen, die Sie kennen, sodass Sie natürlich auch eine Querverbindung haben und Ihre Verteilung, die Sie bislang kennen, etwas vernetzen. So, was brauchen wir? Einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum und wir haben zwei Zufallsvektoren. Sie sehen wieder, x muss nicht notwendig reellwertig sein und z auch nicht. Und wir betrachten eine Realisierung von z, das heißt, das Kleinst wäre mit positiver Wahrscheinlichkeit angenommen. Das ist hier das Entscheidende. Jetzt wird Folgendes gemacht. Ich definiere etwas. Sie sehen oben p oben x stand immer für die Verteilung von x. Und jetzt steht hier so eine Bedingung, die schreibe ich unten dran, z gleich z von b. Und das ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass der Zufallsvektor x in die Menge b fällt unter der Bedingung z gleich z. Das ist also nur eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Kann man ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit des Schnittes der Ereignisse dividiert durch die Wahrscheinlichkeit z gleich z. Das als Funktion von b, Teilmenge r hoch n, nennt man bedingte Verteilung. Ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf den Teilmengen des r hoch n und das heißt bedingte Verteilung von x unter dieser Bedingung z gleich z. Das heißt, wir werden einfach bedingte Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. So, wir wissen, bei uns ist alles diskret. Das b steht für eine allgemeine Teilmenge, aber ich brauche, das wissen wir, ich kann es immer runterbrechen auf einzelne Realisierung auch von x. Das ist wichtig, jetzt fürs Rechnen. Wenn das x nur diese Werte annehmen kann, das sind jetzt Werte im r hoch n, dann gilt, diese Wahrscheinlichkeit ist eben eine Summe von Wahrscheinlichkeiten. Ich muss über diejenigen j summieren mit der Eigenschaft xj aus b. Es kommt nur aber auf die bedingten Wahrscheinlichkeiten an, dass x einen Wert xj annimmt, unter der Bedingung, dass z den Wert z annimmt. Nur die müssen wir ausrechnen. Und die rechnen wir eben aus als Wahrscheinlichkeit von x gleich xj, z gleich z, Schnitt, dividiert durch Wahrscheinlichkeit z gleich z. Einfache bedingte Wahrscheinlichkeit. Also das ist wichtig. Das heißt, diese bedingte Verteilung ist durch dieses System dieser Wahrscheinlichkeiten eindeutig bestimmt. Ich muss nur diese bedingten Einzelwahrscheinlichkeiten kennen, dass x einzelne Werte annimmt im r hoch n unter der Bedingung. Dann kenne ich die bedingte Verteilung. Nur um die dreht es sich. Sie sehen, die Definition war jetzt etwas bombastisch, weil ich das mit Wahrscheinlichkeitsmaßen machen wollte, ne? Aber darauf wird es runtergebrochen. Machen wir ein Beispiel. Wir werden zum Beispiel die hypergeometrische Verteilung jetzt entdecken als eine bedingte Verteilung. Sie sollten auf jeden Fall bei hypergeometrischer Verteilung, sollte es bei Ihnen Klick machen und sagen, Uhrenmodell, rote, schwarze Kugeln, n mal ziehen, mit zurücklegen, ohne zurücklegen, natürlich hypergeometrisch, ohne zurücklegen, wir wollen auf die hypergeometrische Verteilung kommen, rein zufällig, die Zahl der roten Kugeln, die ich ziehe, hat eine hypergeometrische Verteilung. So, was ist die Situation? Unabhängige Zufallsvariablen. Oh, die eine hat eine Binomialverteilung mit m und p und die andere mit n und p. Und p strickt zwischen 0 und 1. Wir starten mit zwei Binomialverteilungen. So, dann gilt, es wird behauptet, die bedingte Verteilung von x, wenn ich weiß, dass die Summe den Wert k annimmt, ist die hypergeometrische Verteilung mit den Parametern k, m und n. K ist hier, so oft ziehe ich. M ist die Zahl der roten Kugeln und n die Zahl der schwarzen Kugeln. Das waren die Parameter. K muss mindestens 1 sein. Das heißt, man sieht, die hypergeometrische Verteilung ist eine bedingte Verteilung einer binomial verteilten Zufallsvariable, gegeben die Summe aus dieser und einer anderen davon unabhängigen binomial verteilten Zufallsvariable. So, wir werden hinterher sehen, dass man das sofort eigentlich sehen muss, wenn man die Binomialverteilung verstanden hat. Und die hypergeometrische, aber wir rechnen es erstmal aus. So, wir rechnen. Beweis. Wir rechnen diese bedingte Wahrscheinlichkeit aus. Sie sehen, das ist die Wahrscheinlichkeit x gleich j und x plus y gleich k dividiert durch die Wahrscheinlichkeit x plus y gleich k. Schauen Sie sich den Zähler an. Das Ereignis x gleich j und zugleich x plus y gleich k, das ist das gleiche wie, ich schreibe es hin, die Wahrscheinlichkeit x gleich j und y gleich k minus j. Den Nenner habe ich unverändert verlassen. Sie sollten einfach sehen, dass die beiden Ereignisse x gleich j und x plus y gleich k äquivalent sind zu x gleich j und y gleich k minus j.
Jetzt kann ich die Unabhängigkeit von x und y ausnutzen im Zähler. Sie sehen, ich habe ein Produkt von zwei Wahrscheinlichkeiten. Und alles, was jetzt kommt, sind Binomialverteilungen. X hat eine Binomialverteilung, y, und nach dem Additionsgesetz, wir haben das gleiche p, hat auch x plus y eine Binomialverteilung. Ich setze jetzt nur Binomialwahrscheinlichkeiten ein. Das ist die eine, Wahrscheinlichkeit x gleich j. Jetzt kommt die andere, y gleich k minus j. Und jetzt kommt die für x plus y gleich k, das ist das. Ich habe nur die Binomialwahrscheinlichkeiten eingesetzt. Was Sie jetzt erkennen, alles, was mit p da steht, hebt sich weg. Denn vorne steht p hoch j, etwas weiter hinten steht p hoch k minus j, das ergibt p hoch k, steht im Nenner, weg. Dann vorne steht 1 minus p hoch m minus j, da hinten steht 1 minus p hoch n minus k minus j. Wenn Sie da die Exponenten addieren, kommen Sie auf m plus n minus k. Exponent von 1 minus p steht auch unten, kürzlich weg. Es bleibt über, das bleibt über. Und das ist eine hypergeometrische Verteilung. Genauso wie sie da steht. Also wir haben es jetzt erstmal ausgerechnet. Aber die Frage ist, haben wir das begriffen? Also ich denke, wir haben es nicht begriffen, warum es so ist. Wir haben es nur gerechnet. Wir sollten schon begreifen, warum die Verteilung auftritt. Machen wir das noch kurz. Also das ist das Memo. Ich habe zwei unabhängige binomial verteilte Zufallswahlen mit m und p und n und p. Und jetzt kommt, das ist das Memo, das wäre zu zeigen, die bedingte Verteilung von x gegeben, die Summe nimmt einen Wert an k, sei diese hypergeometrische Verteilung. So, wir können uns das so vorstellen. Was ist die begriffliche Einsicht? Nun, Binomialverteilung hat was zu tun mit Treffern in Bernoulli-Ketten. Einmal Länge m, einmal Länge n, gleiche Trefferwahrscheinlichkeit. Ich mache Folgendes. Ich betrachte eine Bernoulli-Kette der Länge m plus n mit dieser Trefferwahrscheinlichkeit p. Das sei die Länge m plus n. Ich habe Kästchen. In den Kästchen stehen Einsen oder Nullen, Treffern oder Nieten. Kann ich reinschreiben. Ich weiß vorher nicht, was passiert. So, das Entscheidende ist, das seien die ersten m-Versuche und das seien die anderen m plus 1 bis m plus n. Insgesamt m plus n-Versuche, alle unabhängig. So, das x beschreibt mir die Anzahl der Treffer aus den ersten m-Versuchen und das y die Anzahl der Treffer aus den restlichen Versuchen. X plus y ist die Anzahl der Treffer aus allen Versuchen. Das ist genau die Situation, die wir hier haben mit den unabhängigen Binomialverteilungen. Also x ist diese Trefferanzahl in den letzten und y die in den letzten n Versuchen. So, jetzt kann ich Folgendes machen. Was bedeutet die Bedingung x plus y gleich k? Heißt, es treten insgesamt k Treffer auf. Stellen Sie sich vor, Sie haben 20 Versuche, insgesamt 5 Treffer. Das Entscheidende ist, es regiert der reine Zufall. Wo die 5 Treffer liegen unter den 20 Versuchen, die sind irgendwie natürlich, die müssen sich auf irgendwelche 5 Plätze verteilen. Das heißt, die K-Treffer müssen sich auf irgendwelche der M plus N Plätze verteilen, aber rein zufällig. Alle Auswahlen der M plus N Plätze für die K-Treffer sind gleich wahrscheinlich. Das sind M plus N über K Möglichkeiten. Gleich wahrscheinlich. Jetzt machen Sie Folgendes. Sie interpretieren die Versuche als von 1 bis M plus N nummerierte Kugeln in einer Urne. Sie nummerieren Kugeln durch. Meine Urne. Das Entscheidende ist, die ersten M-Kugeln seien rot, die anderen schwarz. Das heißt, das sind die roten Kugeln und das sind die schwarzen Kugeln. Das Entscheidende ist, wenn ich jetzt aus dieser Urne, jetzt muss ich rein zufällig die Plätze besetzen, das sind dann die Kugelnummern, K rauswähle, das Entscheidende, ich will da gucken, wie viele, das, die bedingte Verteilung von X, das heißt, wie viele Treffer habe ich unter den ersten M, das sind rote Kugeln. So, das bedeutet, ich ziehe K-Kugeln rein zufällig ohne Zurücklegen aus dieser Urne. Das bedeutet die rein zufällige Platzauswahl. Und die Kugelnummern entsprechen den Versuchsnummern mit Treffer. Und das sind hier die roten Kugeln. X ist also die Anzahl der roten Kugeln, die ich ziehe. Und das ist die Verbindung mit dem Urnenmodell, was Sie brauchen. Ja, Sie brauchen einfach nur das begriffliche Verständnis der Binomialverteilung. Ja, machen sich das hier nochmal klar mit den Kugelnummern. Und damit hätten wir, glaube ich, auch ein gutes Ende heute erreicht. Nochmal eine begriffliche Einsicht, die sollte man immer haben. Also nur rechnen ist immer schlecht. Also begreifen ist mindestens genauso wichtig. Okay, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.